Okay. Ja, herzlich willkommen am Schiller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warum zum Schiller? Unsere kleinen Videos als Entscheidungshilfe für die weiterführende Schule. Herzlich willkommen auch alle Kinder, die vielleicht neugierig sind und mitgucken. Ich habe heute als Gast unsere Expertin für Lernzeiten und Wochenpläne. Also wir haben viele Expertinnen und Experten für das Thema, aber hauptverantwortlich für unsere didaktische Leitung an der Schule ist Katharina Wübbe. Sie leitet das zusammen mit Dagmar Land, also heute Katharina im Interview. Mein Name Ulrich Reckmann als Erprobungsstufen oder Teil der Erprobungsstufenleitung mit Herrn Konrad und Frau Würger, die an anderer Stelle wirken und auch Interviews führen. Aber um mich soll es gar nicht so sehr gehen, sondern es geht ja um Wochenplanarbeit und Lernzeiten. Und Katharina, Wochenplanarbeit, wie kann man sich das bei uns vorstellen? Ja, hallo auch von mir und herzlich willkommen am Schiller. Wir arbeiten in den Klassen 5 und 6 mit Wochenplänen. Damit knüpfen wir an was an, was die Kinder eigentlich aus der Grundschule schon kennen. Das ist so die Erfahrung, die wir machen, dass eigentlich niemand kommt und noch nie einen Wochenplan gesehen hat. Das heißt, das ist den Kindern also nicht unbekannt. Aber es ist trotzdem eine andere Form des Wochenplans als das, was die Kinder eben kennen. Und zwar umfasst so ein Wochenplan bei uns immer eine ganze Lernphase. Das heißt, von einer Klassenarbeit zur anderen Klasse, Klassenarbeit zur nächsten. Wir machen das in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Später kommen dann allerdings auf freiwilliger Basis auch noch Französisch und Latein dazu. Also die sogenannten Kernfächer sind dann da vertreten. Und so ein Wochenplan ist aufgebaut in zwei Rubriken. Da findet man immer das, was im Wochenunterricht läuft, also im Klassenunterricht läuft. Hat also einen Überblick, was machen wir so in der Schule, im in Anführungszeichen normalen Unterricht. Und was sollen die Kinder aber auch, und das ist das, was hauptsächlich von Interesse ist, was sollen die selbstständig erarbeiten? Das steht dann in einer Spalte und die Kinder haben bestimmte Zeiten in der Woche, also Lernzeiten, in denen sie an diesen Aufgaben arbeiten sollen. Und das hat den Vorteil, dass auch Kinder, die zu Hause sind, weil sie vielleicht mal einen Tag krank sind, immer sehen können, was habe ich auch im Klassenunterricht verpasst, dass sie die Aufgaben auch zu Hause dann nacharbeiten können, dass sie, wenn sie als Eltern zuschauen, auch einen Überblick haben, was läuft da in der Schule so, wo kann ich vielleicht auch nochmal gucken, ob mein Kind hinterherkommt, was sollte da im Heft irgendwie stehen und was fehlt vielleicht. Also das so als einen ersten Vorteil, den ich nennen kann. In den Lernzeiten ist es dann so, dass wir natürlich das Ziel verfolgen, dass die Kinder möglichst selbstständig, aber in einer festen Struktur an diesen Aufgaben arbeiten. Und das ist am Anfang sicherlich herausfordernd, weil die ja einen sehr großen Plan dann zu bewältigen haben. Eigentlich ist es so, oder im späteren Verlauf ist es so, dass wir möchten, dass sie in den Lernzeiten an allen Fächern arbeiten, also nicht nur an dem Fach, wo jetzt gerade der Lehrer da ist, der dieses Fach unterrichtet in der Klasse, sondern eben in allen Fächern, in denen sie Wochenpläne haben, dürfen sie dann auch aktiv werden. Am Anfang schränken wir das ein bisschen ein, weil das eben für die Fünfer, wie gesagt, noch eine Herausforderung ist. Dann sagen wir immer, in der ersten Phase gucken wir, wie braucht die Klasse das, dass es dann doch erstmal fachgebunden stattfindet. Und dann nach und nach versuchen wir die Schüler dahin zu führen, dass sie eben auch an allen Fächern arbeiten und sich dann noch selbstständiger, noch selbstgesteuerter damit auseinandersetzen, wann sie welche Aufgaben bearbeiten und erledigen. Die Aufgaben haken sie dann in diesem Plan ab. Sie haben auch die Möglichkeit, immer am Ende einer Lernwoche zu sehen, da sind Lernziele formuliert, zu sehen, welche dieser Lernziele habe ich denn erreicht. Also zu sagen, da muss ich vielleicht nochmal nachfragen, bewusst zu reflektieren, habe ich gelernt, was ich lernen sollte. Und am Ende wird dann noch eine Checkliste den Schülern gegeben, wo sie dann auch nochmal dran gucken können,
was haben wir denn jetzt alles gemacht? Was sind die Lernziele gewesen? Was sind Beispielaufgaben dazu? Was haben wir da nochmal im Unterricht für Aufgaben explizit zu gemacht? Und wie fit fühle ich mich da? Oder wo muss ich vielleicht nochmal üben? Dann finden Sie auf dieser Checkliste eben auch Aufgaben zum Üben. Das ist allerdings auch etwas, was wir zum Ziel der Selbstständigkeit dann in höheren Klassen versuchen, immer weiter zu reduzieren, weil das natürlich auch etwas ist, was die Schüler irgendwann selbst können sollen, sich so eine Checkliste zu erstellen. Ja, also wenn es gut läuft, dann würde das ja bedeuten, wenn so ein Kind auf Zack ist, schafft es seine Wochenpläne in der Lernzeit und ist im Grunde genommen das, was früher Hausaufgaben waren, das findet jetzt in den Lernzeiten statt. Und gut, was man jetzt nicht in den Lernzeiten schafft, müsste man dann gegebenenfalls zu Hause aufarbeiten. Wobei ich kann mich an unsere Auswertung erinnern, als wir das mal evaluiert haben. Das waren ja fast schon sozialistische Ergebnisse, dass wirklich über 80-90% der Kinder ihre Wochenpläne auch selbstständig in den Lernzeiten schaffen, sodass ja, zu Hause Vokabellernen, Üben für die Klassenarbeiten, das wird man sicherlich in den Lernzeiten nicht so super einbauen können. Also ein bisschen Arbeit zu Hause wird dann auch noch geleistet werden müssen. Aber großteilig Hausaufgaben werden zu Schulaufgaben. Ganz genau, ja. Also wie du gerade schon richtig gesagt hast, ein paar Aufgaben, also sowas wie Vokabeln lernen, das kommt noch dazu. Aber Ziel ist es, und das gelingt auch, wie aus diesen Umfragen hervorgeht, bei den meisten Schülern ist es, dass die Schüler ohne Aufgaben nach Hause gehen und dementsprechend dann auch ihre Sachen bis auf etwas zum Vokabeln lernen eventuell in der Schule lassen können. Ja. Diese Lernzeiten, von denen du gesprochen hast, wie sind die denn genau organisiert? Wir haben ja so ein Lernzeitenband, kannst du dazu vielleicht erläutern? Ja, gerne. Also die Lernzeiten haben eine feste Struktur, das hatte ich eben schon erwähnt. Wir haben sie auch in den Stundenplänen fest integriert. In Klassen 5 und 6 findet diese Lernzeit immer in der vierten Stunde statt, trägt also dazu bei, dass es eine bestimmte Zeit am Tag gibt, in denen die Schüler wissen, jetzt habe ich Zeit, diese Aufgaben zu bearbeiten. Das ist also ein Element zur Rhythmisierung des Schultages auch. Wir haben in diesen Lernzeiten eine feste Struktur und Regeln, an die wir uns alle halten. Also das läuft in allen Klassen gleich. Wir beginnen immer mit 15 Minuten Einzelarbeit und dann machen wir auch eine Wechsel in der Sozialform, dass dann nach diesen 15 Minuten also auch in Partnerarbeit gearbeitet werden darf und die Kinder sich gegenseitig unterstützen dürfen und das auch sollen. Nämlich wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen, dann sind sie angeleitet, erst einmal zu gucken, was bietet mir mein Material, wo kann ich selbst gucken, ohne überhaupt jemanden zu fragen. Dann, was kann mir mein Nachbar oder jemand, den ich für kompetent halte, dazu sagen. Und wenn dann immer noch keine Lösung daraus hervorgegangen ist, was durchaus auch vorkommen mag, dann gibt es noch die Möglichkeit, zum Lehrer zu gehen und eine sogenannte Sprechstundenkarte zu ziehen. Damit vermeiden wir, dass die Schüler Schlange stehen am Pult und ist dann ein bisschen wie auf dem Amt. Jeder hat dann so sein Kärtchen und wir Lehrer rufen dann nacheinander die Schüler zu uns und haben dann wirklich Zeit, uns mit den ganz individuellen Fragen zu beschäftigen und uns ja mal Zeit zu nehmen für Einzelne, was sonst ja manchmal auch leider etwas zu kurz kommt. Ja, und in der Regel sind ja auch dann die Kernfachlehrer, also die Lehrer für Mathe, Deutsch und Englisch, sind ja auch diejenigen, die in den Lernzeiten die Kinder betreuen, sodass die auch genau wissen, wo sind wir im Stoff und auch sehr zielgenau diese Fragen von den Kindern beantworten können. Ja, das stimmt. Das ist besonders reizvoll, auch als Kernfachlehrer, wenn man so eine Lernzeit betreut. Ich finde es allerdings auch, manchmal haben wir es auch, dass Klassenlehrer diese Lernzeiten betreuen. Auch für die ist es schön und oft ist es so, dass die auch sich leicht dann einarbeiten können oder eindenken können in die Fragen der Kinder und da auch gut Auskunft geben können. Also ich finde immer, dass in jedem Fall sehr gewinnbringend, auch wenn die Schüler zu mir zum Beispiel, ich unterrichte kein Deutsch, weil wenn die mit Deutschfragen zu mir ankommen und wir gucken dann gemeinsam, wie wir die Frage lösen, finde ich auch immer nett. Für die Schüler und auch für mich, also ja. Jetzt
gibt es ja auch Kinder, die möglicherweise mehr Ruhe brauchen oder mehr Förderung. Also du ahnst schon, worauf ich hinaus möchte, den Raum der Stille, Lernzeit plus, die zwei Dinge, kannst du die, kannst du dazu was sagen? Ja, also wir nennen unsere Lernzeit Lernzeit plus, weil es eben mehr umfasst als das, was man vielleicht ja erstmal sich unter Lernzeit vorstellt. Die Schüler sitzen da nicht nur und bearbeiten ihre Aufgaben, sondern es gibt darüber hinaus noch weitere Angebote, wie zum Beispiel den Raum der Stille, den du gerade schon angesprochen hast, der parallel zur Lernzeit stattfindet. Es gibt also einen Raum, der beaufsichtigt wird von einem Lehrer, der aber alleine dafür da sitzt, dafür zu sorgen, dass da auch wirklich Stille herrscht. Und da gibt es dann auch keine Möglichkeit, Fragen zu stellen, sondern ist einfach die Möglichkeit für Kinder, sich dahin zurückzuziehen zum Arbeiten, wenn sie merken, in der Klasse klappt das nicht. Natürlich wird das manchmal auch von uns Lehrern empfohlen, wenn wir merken, da ist jemand, der ist von jedem abgelenkt, der irgendwie einen Mucks macht. Also schicken wir da auch schon mal Schüler hin oder empfehlen es Schülern. Was wir auch noch haben, ist, dass wir in den Klassen 5 und 6 zumindest, manchmal schaffen die Schüler sich sowas dann auch in höheren Klassen selbst an. Da haben wir so Mickey-Maus-Ohren, die sie sich aufsetzen können und dann sich auch isolieren können von ihrem Umfeld. Das wird vor allem in den Klassen 5 und 6, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber in den Klassen 5 und 6 finden das die Schüler meist ziemlich gut und nehmen das viel an, kaufen sich dann ihre eigenen Mickey Mäuse und so. Ja. Und soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ja, Lernzeit plus wäre vielleicht noch. Es gibt ja Kinder, die eine besondere Förderung auch noch bekommen. Also, genau. Ja, plus bedeutet auch plus Förderkonzept, plus Förderangebot. Und das findet auch parallel zu diesen Lernzeiten statt. Das sind kleine Lerngruppen, die von Fachkollegen unterrichtet oder vielleicht mehr betreut werden. Da werden am Schüler die Möglichkeit hinzugehen und dann nochmal bei einem Fachkollegen in einer kleinen Fördergruppe ihre Fragen zu stellen, bei den Wochenplänen betreut zu werden, also wirklich ganz individuelle Hilfestellung zu bekommen. Wir hatten da schon verschiedene Ansätze, ob die Schüler da verpflichtend hingehen, ob sie freiwillig hingehen können. Und da schauen wir auch immer so ein bisschen, was sind gerade die Bedürfnisse in der Stufe, wie wird das von den Schülern angenommen und reagieren dann darauf so, dass wir diese Fördergruppen möglichst gewinnbringend und sinnvoll nutzen. Das ist sogar etwas übrigens, was wir jetzt auch unter Corona im Videounterricht abbilden, dass wir schauen, wo gibt es, das kommt jetzt ganz neu. Wozu? Dass wir schauen, wo sind Schüler, wo die Fachlehrer gemerkt haben, da haben sich doch Lücken ergeben jetzt durch die Zeit im Distanzunterricht oder die brauchen noch mal eine Hilfestellung. Und dass wir die dann in nochmal Zoom-Konferenzen bei Fachkollegen eben zu diesem Förderunterricht zusammenholen und dann nochmal Hilfestellung geben, Unterstützung bieten. Ja. Wobei ich ja die Hoffnung habe, dass für unsere neuen Anwärterinnen, dass die Corona-frei an unserer Schule lernen und arbeiten können. Aber Videokonferenzen werden uns ja auch weiter möglicherweise. Was ich ja auch noch einen schönen Aspekt finde, ist mir noch eingefallen, ihr plant das ja immer so, dass es nur eine Klassenarbeit pro Woche in der Regel gibt. Das ist ja auch nicht verständlich und sorgt ja auch dafür, dass da ein Stück weit Entlastung drin ist, dass sich das nicht so bald und die Kinder da sich selber das Lernen gut einteilen können, auch in die Arbeiten. Ja, ist gut, dass du das sagst. Das hat auch was damit zu tun und hat vor allem damit zu tun, dass wir eben parallel arbeiten in einer Klassenstufe. Also wir bilden dann ein Lernzeitteam, in dem wir Lehrer uns die Pläne gemeinsam erarbeiten und dann eben auch eine Klassenarbeit stellen pro Jahrgang, die dann also auch zeitgleich möglichst geschrieben wird. Und das hat zum einen den Vorteil, den terminlichen Vorteil, dass wir sagen können, wir machen eine Klassenarbeit pro Woche, weil wir sowieso so eng zusammenarbeiten im gleichen
im gleichen Turnus, in den gleichen Phasen und zum anderen eben auch den Vorteil der Vergleichbarkeit. Also wir haben und auch noch den Vorteil, wenn ein Kollege mal ausfällt, Vorteile über Vorteile, wenn ein Kollege mal ausfällt, dann lässt er sich eben auch leicht mal vertreten, weil klar ist, was soll in dieser Woche passieren, wo sollen die Schüler hingeführt werden und die eben auch vieles daran selbstständig erarbeiten können. Da vielleicht auch noch, was wir so in der rechten Spalte an Aufgaben den Schülern stellen, also die Aufgaben, die sie selbstständig bearbeiten sollen, da ist auch immer ein Ziel, dass wir Aufgaben den Schülern stellen, in denen sie wirklich selbstständig auch etwas erarbeiten sollen. Das soll dahin führen, dass sie dann in Zukunft auch in der Lage sind, sich ganz unbekannte Sachverhalte selbst anzueignen. Und das ist natürlich in Klasse 5 noch nicht ganz so ausgeprägt in unseren Plänen wie dann später. Aber auch das ist etwas, was dann immer anspruchsvoller wird und womit wir in Klasse 5 schon beginnen. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einen sehr informativen und detaillierten Blick auch in unsere Arbeit in der Erprobungsstufe und in die Wochenplanarbeit werfen können. Vielen Dank dafür. Was warst du selber für ein Typ, wenn du selber entscheiden könntest, mit welchen Aufgaben startest du? Eher die schönen oder eher die schwierigen und unangenehmen? Ja. Ich würde wahrscheinlich so eine Mischung machen und kommt aufs Fach an. Also ich würde so in, ich würde wahrscheinlich in Französisch immer erst versuchen, so diese Tandem-Aufgaben, wo man mit dem Partner was machen kann. Sowas würde ich wahrscheinlich vorziehen, aber in Mathe würde ich wahrscheinlich eher erstmal die knackigen Sachen wegarbeiten. Ja, ich glaube, ich hätte immer mit dem Leisten begonnen und wahrscheinlich die schwierigen abgeschnitten. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Und die Zusatzaufgaben natürlich, ne? Also es gibt auch immer noch Zusatzaufgaben, Sternchenaufgaben. Und da gibt es tatsächlich viele Schüler, die ein gut gefülltes Blatt haben, einen sogenannten Sternenhimmel, der dann immer voller wird, weil die einfach Spaß haben, dann auch diese Zusatzaufgaben zu machen. Oder diese Clicky-Koffer sich zu nehmen in der Klasse 5 und 6 oder Känguru-Aufgaben noch zu bearbeiten. Das ist immer eine besondere Freude. Ich weiß nicht, ob ich das immer so gemacht hätte, aber viele Schüler machen das wirklich ganz, ganz viel und das ist toll. Ja, vielen, vielen Dank, Katharina. Wenn jetzt noch jemand Fragen hat, kann er sich an die didaktische Leitung, also Dagmar Land oder Katharina Wübbe auch noch wenden und danach fragen oder Fragen ans Erprobungsstufenteam. Wir stehen da gerne zur Verfügung. Ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und auf bald. Ja, auch von mir. Tschüss.